Bevor ich mir mein Selbstwertgefühl jetzt völlig ruiniere, höre ich lieber auf mit dem Wichsschweißen. Das hat mir die Tage tatsächlich jemand per E-Mail geschrieben. Und das ist so der klassische Fehlstart beim Wichsschweißen. Und da habe ich mir gedacht, das kann man doch deutlich, deutlich besser machen. Ich erkläre euch in dem Video, welche Punkte ihr wirklich beachten solltet, wo man wirklich eklatante Fehler machen kann. Und wenn man dann mit ein bisschen Ruhe und ein bisschen Übung vorgeht, dann kriegt wirklich jeder das Wichsschweißen hin. Es ist alles andere als ein Hexenwerk. Derjenige hat es sich natürlich besonders schwer gemacht. Der wollte nicht gleich ein Wichsschweißgerät kaufen. Der hat sich ein sogenanntes Wick Lift Arc Schlauchpaket gekauft, hat dann ein MIG Max Schweißgerät genommen. Ich werde als Beispiel heute mal das MEW 201 nehmen. Dieses schöne MIG Max Schweißgerät hat eine einfache Wick-Funktion. Dabei hat man keine Hochfrequenzzündung, sondern hat eine Zündung mit Kontakt. Das funktioniert aber auch. Ich habe zum Beispiel hier mal ein Beispiel als Vorbereitung auf das Video hier geschweißt und das sieht alles andere als schlecht aus. Und das sind Ergebnisse, die kann man wirklich auch mit einem Wick Lift Arc Verfahren erzielen. Man muss dafür natürlich ein bisschen üben. Wick Schweißen ist schon ein bisschen anspruchsvoller, aber man kriegt es hin und wir werden die verschiedensten Punkte durchgehen. Wir fangen an mit der Technik, der Installation. Einstellung ist hier nicht großartig zu beachten und dann gehen wir die komplette Technik durch. Ich gebe euch einen kompletten Fahrplan. Und wenn man das durchgeht und wirklich übt, dann kriegt man auch wirklich solche Ergebnisse hin. Normales Wick-Schweißgerät ist ein Schweißgerät, das mit einer sogenannten Hochfrequenzzündung zündet. Das heißt, wir haben eine Wolframelektrode, wir drücken auf den Taster und dann entsteht zwischen dieser Wolframelektrode und dem Werkstück ein Lichtbogen und wir können damit schweißen. Bei einem sogenannten Wick-Lift-Arc-Schweißprozess haben wir ein Schlauchpaket. Wir können das Ganze hier am Gasventil aufdrehen, müssen also das Gas mechanisch starten und dann zünden wir mit Kontakt, ähnlich wie beim Elektrodenschweißen. Vorteil ist, ich kann mein Elektrodenschweißgerät, mein Fülldrahtschweißgerät, mein Max-Schweißgerät nutzen, brauche nur so ein Schlauchpaket, das kostet ungefähr 50 Euro und ich kann Wick-Schweißen, kann das Wick-Schweißen versuchen, kann damit Projekte durchziehen. Also es ist wirklich eine günstige Möglichkeit, die auch durchaus mit ein paar Nachteilen funktioniert. Es ist aber bei allen Geräten wirklich sehr, sehr ähnlich. Das heißt, ich habe hier unten den Anschluss vom Schlauchpaket, das ist der Pluspol, das ist das Massekabel, das ist hier Minuspol, das kommt in den Pluspol rüber und das Wick Lift Arc Schlauchpaket kommt in den Minuspol. Das ist wirklich entscheidend. Wick schweißen wir immer am Minuspol. Dann habe ich hier noch einen Gasschlauch, den verbinde ich mit meiner Argon-Schutzgasflasche. Also wir brauchen zum Wick schweißen immer Argon. Mischgas funktioniert nicht oder wirklich nur sehr, sehr schlecht. Also ich würde immer Argon nehmen. 4.6, 4.8 ist völlig egal. Das ist so der Reinheitsgrad, funktioniert beides. Und dann haben wir im Prinzip unser Gerät schon installiert. Bei der Schutzgasmenge achten wir immer auf die Keramikdüse hier. Ich habe jetzt hier eine 7er, eine 6er oder 7er, würde ich auch immer so empfehlen, gerade zum Üben am Anfang. Es gibt da auch ein komplettes PDF drüber, über diese ganzen Düsen und Düsensysteme, wie das aufgebaut ist. Ich habe hier aber eine 7, dann würde ich ungefähr 1 bis 2 Liter mehr Schutzgas einstellen, würde also so mit 8 bis 9 Liter Argon schweißen. Das ist im Prinzip schon mal so diese grundlegende Einstellung. Jetzt wähle ich ungefähr 30 Ampere pro Millimeter Materialstärke. Ich fange gleich an mit dem Üben hier auf so einer Stahlplatte, die ist 5, 6 Millimeter stark, das heißt, ich nehme einfach mal 150 Ampere und damit können wir dann loslegen. Ist also im Prinzip wirklich sehr, sehr simpel. Schutzausrüstung sollte man natürlich immer darauf achten. Da werde ich hier nicht explizit drauf eingehen. Gerade beim Wickschweißen ist die Sicht wirklich sehr, sehr wichtig. Aber das ist es im Prinzip schon. Ist also wirklich sehr, sehr einfach. Wenn wir das Gerät einschalten, dann ist natürlich das Wickgerät hier gleich scharf. Wir haben nicht, dass wir irgendeinen Taster drücken. Darum sollte man sich immer irgendeinen Halter bauen, konstruieren. Oder die gibt es auch als diese Magnethalter zum Kaufen. Ich habe mir das hier einfach mal aus Baustahl gebaut. Und da kann man das Schlauchpaket dann immer draufpacken. Nicht, dass es hier irgendwo draufkommt und dann so zündet. Ja, das ist wichtig. Ich habe hier ein Wick Lift Arc Schlauchpaket mit einem 9er Dorn, mit einem 9er Dinsestecker. Habe hier aber den 13er Dinsestecker. Dafür gibt es diese Adapter. Da mache ich aus einem 9er Dinsestecker ganz einfach einen 13er Dinsestecker und umgedreht. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Elektrodenkabel habe, so ein Lift Arc Kabel oder auch ein Massekabel, kann ich das ganz einfach auch für ein anderes Schweißgerät nutzen. Finde ich eine sehr praktische Sache. Kostet so 4, 5 Euro. Und damit habe ich jetzt aus diesem
9er Dinselstecker einen 13er gemacht. Das kann ich ganz einfach an mein Schweißgerät anschließen. Und dann haben wir im Prinzip schon alles gerüstet und können mit dem WIG-Schweißen loslegen. Bei der Gasversorgung, ich habe hier alles mit Schnellkupplungen versehen, weil ich relativ häufig wechsle, kann man aber auch ganz normal anschrauben. Was man aber immer machen sollte, man sollte immer einmal aufdrehen, dann geht das hier, schlägt das aus und dann sollte man es wieder zudrehen. Und dann sollte das nicht gleich wieder runtergehen, ansonsten ist hier irgendwas undicht, dann muss man nachdichten bzw. nacharbeiten. Das ist so eines der ersten großen Probleme bei allen Schweißverfahren und beim WIG-Schweißen ist das natürlich sehr empfindlich. Wenn hier irgendwo eine Undichtigkeit ist, dann strömt das Argon aus, ist relativ teuer und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass in den Prozess beim Schweißen Sauerstoff mit reingezogen wird und da kriegt man dann plötzlich Poren und wundert sich, warum das Ganze nicht funktioniert. Außerdem kommt natürlich vorne nicht genug Argon als Schutzgas an und dadurch hat man keine richtige Gasabdeckung. Das sind so Kleinigkeiten. Darum ganz einfach wieder zudrehen und dann merkt man, ob das Ganze dicht ist oder nicht. Und wenn es nicht dicht ist, dann muss man halt nochmal nachbessern. Man sieht das auch hier. Ich habe so ein bisschen Teflonband hier dran gemacht an die Verschraubung. Also das kann durchaus sein, dass man hier auch mal die Verschraubung vernünftig eindichten muss. Mal noch eine Wolfram-Elektrode zum WIG-Schweißen. Ich nehme hier immer 2,4 mm. Zu dünn sollte die nicht sein. Eine 1,6er empfehle ich nicht. Das ist eigentlich zu filigran. Die habe ich ganz normal am Stein angeschliffen. Ich benutze hier eine pinke Wolfram-Elektrode. Es geht aber auch grau oder gold. Da sollte man sich nicht so verrückt machen mit den Farben. Und dann habe ich die ganz normal hier angeschliffen. Das wäre fürs WIG-Schweißen. Und das ist die, die wir fürs WIG-Lift-Arc-Schweißen benutzen. Wenn man so ein bisschen genauer hinguckt, hier habe ich die Spitze wieder so ein bisschen begradigt. Nennt sich eine sogenannte Tick-Spitze. Und das Problem ist halt, wenn ich so eine sehr filigrane Spitze habe, die ist beim ersten Mal mit der Kontaktzündung kaputt. Da kann man sie auch gleich abschleifen. Dadurch hat man eine deutlich höhere Standzeit der Wolfram-Elektrode. Und dann haben wir im Prinzip schon alles fertig und können wirklich jetzt auch anfangen mit unseren ersten Schweißübungen. Als erstes Übungsstück empfehle ich immer ein bisschen dickeres Material. Ich habe hier eine schöne 5 mm alte Stahlplatte, verrostet, verdreckt, die muss man natürlich immer reinigen. Genauso Verzunderung, das schleife ich jetzt einfach einmal mit der Fächerscheibe rüber. Warum so dickes Material? Das ist im Prinzip ganz einfach. Wenn man jetzt ein dünnes Millimeterrohr nimmt oder auch ein 2 mm Rohr, dann brennt man relativ schnell Löcher rein. Das ist natürlich frustrierend. Wir wollen erstmal alle Zeit der Welt haben, um so einen Prozess vernünftig kennenzulernen. Und da ist ein bisschen stärkeres, ein bisschen dickeres Material natürlich immer sehr, sehr gut. Das Gerät ist jetzt noch ausgeschaltet und jetzt gucken wir uns aber erstmal an, wie der klassische Schweißprozess hier funktioniert. Das heißt, ich habe kein Gasventil, was ich irgendwo schalten kann. Ich muss das hier mechanisch aufdrehen und dann hört man auch gleich, wie das Schutzgas strömt. Ich mache es wieder aus. Das heißt, erster Punkt ist Schutzgas aufdrehen. Zweiter Punkt ist dann mit Kontakt zu zünden. Und das geht einfach, ich setze immer gerne die Keramik auf und nicke das Ganze so an, dass man so ganz leicht den Werkstoff berührt. Es kann auch mal sein, dass das schon so ein bisschen klebt, dass man ein bisschen mit Gewalt wieder abziehen muss und dann hat man den Lichtbogen und dann kann man anfangen zu schweißen. Und das ist immer so das Erste, was ich den Leuten empfehle, das wirklich zu üben, dass man das Gasventil aufdreht, dass man hier zündet, vielleicht mal ein ganz kleines Stück schon mal das Material verlaufen lässt, wieder abzieht, wieder rangeht, wieder zünden. Und das sollte man erstmal so 10, 20 Mal üben, bis man da wirklich so ein bisschen das Gefühl für entwickelt. Das ist, wie gesagt, kein Hexenwerk, aber man muss es ein bisschen üben. Und das meiste ist, die Leute fangen das erste Mal mit WIG-Schweißen an, haben dann ihren Schweißzusatz da, haben dann alles irgendwo in der Hand, haben das mal im Internet gesehen und versuchen dann alles gleichzeitig zu machen. Das funktioniert einfach nicht. Man ist entweder zu hektisch oder man geht das Ganze viel zu ruhig und zu vorsichtig an. Das heißt, ich drehe einfach mein Schutzgas auf. Ich habe meine 150 Ampere, meinetwegen auch 140 Ampere. Wenn man ein bisschen ruhiger angehen lassen will bei so dickem Material erstmal. Und dann versucht man hier zu zünden und zieht den Prozess immer wieder ab. Und das ist so die erste Übungssache. Das sage ich den Leuten auch immer beim Elektrodenschweißen. Übt erstmal das Zünden, bevor ihr überhaupt anfangt mit Schweißen. Und das ist dann halt so, ich vergesse leider oft, weil ich das normale WIG-Schweißen gewöhnt bin, dass ich das Gas hinterher wieder zudrehe und dass ich das Gas vorher aufdrehe. Das passiert mal, da muss man sich halt auch so ein bisschen dran wagen. Ich schweiße seit
30 Jahren mit dem Taster und dann sowas zu haben, ist natürlich was ganz anderes. Aber wie gesagt, Sache Nummer eins, Übung Nummer eins ist erstmal ganz einfach, dieses Zünden zu üben. Und wenn man das vernünftig hinkriegt, dann ist es so, dann empfehle ich immer als zweites, dass man erstmal Material aufschmilzt. Und wir haben hier eine schöne dicke Platte. Wir haben unseren Wickbrenner, ich nehme den meistens so in die Hand und dann kann man hier richtig schön Material aufschmelzen. Abstand beim Schweißen sind hier ungefähr so 5 mm und dann zieht man hier erstmal eine Naht nach der anderen durch. Man fängt oben an und geht dann so langsam runter, zieht immer einen Strich nach dem anderen runter. Man kann auch anfangen, dass man hier irgendwelche Buchstaben drauf schmilzt und das ist so die erste Vorgehensweise. Und so geht man Step by Step vor. So mache ich das ja auch bei meinem Schweißprogramm. Jetzt lerne ich Wickschweißen, das heißt die didaktische Vorgehensweise. Man beschäftigt sich erstmal mit der Technik und fängt dann an mit den einfachen Übungen zum Wickschweißen, entwickelt sich so kontinuierlich weiter. Und wenn man dann das schafft, hier vernünftig eine Naht aufzuschmelzen, dann kann man auch schon mal zwei Materialien miteinander verschmelzen lassen. Da hat man so diese ersten Erfolgserlebnisse. Zum Beispiel zwei oder 3 mm starke Bleche einfach in so einem kleinen Schraubstock zusammenspannen, einmal oben drüber schweißen, auch ohne Zusatz. Man kann also beim Wickschweißen auch nur mit Aufschmelzen schon unglaublich viel erreichen. Und wenn man jetzt erste Ergebnisse sieht, dann ist man auch motiviert, weiterzumachen, weiter zu üben. Das heißt, ich habe hier die beiden Materialien miteinander verschmolzen. Ich denke mal, sowas kriegt auch wirklich jeder hin. Zünden üben, Strichlagen üben, dann Materialien miteinander verschmelzen. Dann ist man auch motiviert, um die nächsten Schritte anzugehen. Und das ist der ganz krasse Gegensatz zu dem, was viele wirklich machen, die dann auch hinterher frustriert sind. Das heißt, die haben gleich ein Projekt oder haben irgendwelches 2 mm Material. Und dann wird da angefangen, mit viel zu viel Leistung zu schweißen. Natürlich gleich mit Schweißzusatz. Dann kriegt man gar nichts hin. Dann bleibt man mit der Wolframelektrode hängen. Der Draht ist da auch noch irgendwo zwischen. Also da kann man wirklich relativ schnell viel versauen. Man sollte das immer wirklich didaktisch angehen, Schritt für Schritt. Gut, was ist der nächste Step? Jetzt fängt man an, mit Zusatz zu arbeiten. Und das ist im Prinzip sehr ähnlich. Ich habe mir jetzt auf die Platte hier einfach ein paar Nuten eingetrennt mit der Trennscheibe. Jetzt fange ich an, hier diese Nut aufzuschmelzen, habe dann in der zweiten Hand den Zusatz und gebe vorsichtig den Zusatz immer dazu. Wenn man den Zusatz zugibt, dann sollte man sich das immer so vorstellen. Ich habe hier meine Bohrung, das ist mein Schmelzbad. Das sollte man immer erstmal vernünftig aufschmelzen. Und da habe ich gerade bei so dickeren Material auch Zeit ohne Ende. Und dann gebe ich immer in den Rand von diesem Schmelzbad den Zusatz hinzu und gehe dann immer wirklich langsam weiter. Das ist der klassische Wickprozess und den übt man dann ganz einfach an solchen Blechen. Und wenn man dann weitergehen will, dann nimmt man dünneres Material und geht dann wirklich den nächsten Step. Die nächsten Schritte wären dann, dass man die Spaltüberbrückung übt. Das heißt, man kann sich einfach Rohre zusammensetzen mit einem gewissen Luftspalt. Man kann sich in Vierkantrohre einfach Schlitze eintrennen, die wieder zusammenschweißen. Und dann geht man halt an die Kehlnähte. Ich habe hier eben noch mal eine Kehlnaht geschweißt. Das ist hier so ein Edelstahlwinkel, das ist ein Stahlblech, auch dicker, kann man auch wirklich hier richtig schön dran üben. Ich würde mal sagen, Naht sieht alles andere als schlecht aus. So sieht das natürlich meistens am Anfang nicht aus. Muss man wirklich üben und wenn man das mit dickerem Material gut hinbekommt, dann kann man langsam immer dünner werden. Ich habe immer diese beliebten Winkelwürfel hier für Kehlnähte, da kann man das wirklich stundenlang dran üben, hat man ohne Ende Kehlnähte. Man kann dann immer dünner werden, man kann dann steigend schweißen üben und. Aber wichtig ist, dass man den ersten Step geht, dass man den ersten Step vernünftig geht, dass man sich mit der Technik beschäftigt und dass man dann langsam Stück für Stück das Ganze aufbaut. Das wollte ich in diesem Video zeigen, einfach mal an diesem kleinen Beispiel, an diesem kleinen Aufhänger. Wick Lift Arc Schlauchpaket verlinke ich natürlich hier unter, genauso wie dieses schöne MEW 201, hat man gesehen, macht auch einen sehr, sehr guten Eindruck beim Wick Lift Arc Schweißen. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen, bis dann, euer Manni.